Hallöchen, liebe Zelda-Fans, und wir kommen wieder zurück zu The Legend of Zelda Majora's Mask. Wir stehen vor dem Corona-Dorf oder davor oder wie auch immer. Wir sehen ja, da ist ja auch ein Eingang, aber bevor wir jetzt irgendwo hingehen oder sonst irgendwas, gucken wir uns erstmal hier um. Denn mich interessiert natürlich, was hier abgeht, was man hier alles machen kann. Und da vorne steht auch schon der erste Corona. Den werden wir gleich mal anquatschen. Es ist kalt. Es ist schwer, bei dieser Kälte Wache zu halten. Möchtest du den Goronenschrein betreten? Nee, noch nicht. Wir wollen uns erstmal ein bisschen umgucken. Bist du sicher? Drin ist es viel wärmer. Oh, ich will auch hinein. Aber warum geht der nicht? Ah, stimmt ja, der muss ja Wache halten. Stimmt. Ja. Also ich will mich jetzt auf jeden Fall erstmal hier umgucken. Vielleicht finden wir das eine oder andere, je nachdem. Ohne Herzen. Oder wir finden gar nichts. Mal abwarten. Was wäre hier? Oh, da ist die Eule. Die Eule. Komm ich denn? So. Nee, Link, du musst keine Angst haben, du kannst runterspringen. So treffen wir uns wieder, Feenkind. Waren dir meine Statuen von Nutzen? Es sieht so aus, als würden in dir die Kraft ruhen, das Schicksal dieses Landes zu verändern. Aber der Weg wird noch steiniger. Viele Prüfungen erwarten dich. Bitte beschütze das Volk der Goronen. Ihr Land ist verdammt, unter Eis und Schnee begraben zu bleiben. Kein Leben wird in diesem Land mehr erblühen können. Doch ohne Mut und Entschlossenheit kannst du dieses Extrem mit den Bedingungen nicht standhalten. Doch bist du erfüllt von ewigem Licht dieser Werte, wird diese Geschichte ein glückliches Ende finden. Sag mir, willst du weitergehen? Natürlich. Viele Stärke wohnen in dir, mein Kind. Ich hoffe, es sind genug, um das Schicksal dieses Berges zu beeinflussen. Ich werde mich nun erheben und auf den Schrein zufliegen, folge mir. Doch vertraue nicht auf all deine Augen, lass dich von deinen Gefühlen leiten, dann wirst sich der Weg offenbaren. Bist du bereit, so folge mir nach. Meine Gefühle. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn ich meine Gefühle. Moment mal. So. Oh. Okay. Also auf jeden Fall rutscht man hier. Wenn Link mal nicht immer so doof rumspringen würde. Und die Federn verschwinden. Oh nein, die Federn verschwinden. Ich glaube, das war dort. Nee, okay, da war es nicht. Es scheint, als stünde es nicht gut um dich. Verzage nicht, noch kein Meister ist vom Himmel gefallen. Doch lass dich nicht von Ungeduld ergreifen, sie vergiftet dein Herz mit brennender Unruhe. Willst du es noch einmal wagen? Muss ich auch. Sehr gut, ich fliege auf dem Schrein zu und folge mir und bla 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 und ha. Okay. So, jetzt müssen wir uns natürlich konzentrieren, weil ich muss sagen, der kommt ja kaum selber hoch. So, jetzt lassen wir uns hier nicht von unseren Gefühlen leiten, sondern von unseren Augen. Einfach den Federn folgen und dann sollte das auch gehen. Oh, Link, bleib doch mal stehen, hör auf so rumzuspringen. Warte. Oh Gott. Okay, wo ist die nächste Feder? Wo ist die nächste Feder? Da drüben. Und die nächste wäre dann dort. Bevor die jetzt wieder abhaut. Oh, Link! Ich hoffe, dass ich jetzt richtig springe. Ja, geschafft. Nicht umsonst habe ich an dich geglaubt. Doch auch ab hier sollte deine Augen sich nicht täuschen lassen. Vertrau auf deine Gefühle. Betritt nun den Schrein. Dich erwartet etwas, das dir auf deiner Reise von großem Nutzen sein wird. Setze diesen Gegenstand ein, wenn du von hier zurückkehrst. Was für ein Gegenstand, der... Hä? Sieht aus wie eine Falle. Bin mir aber nicht sicher. Also es kommt rüber, als wäre es eine Falle. Hm. Ja, vielleicht ist es auch doch keine Falle. Keine Ahnung. Was ist denn das? Klingt wie... Hä? Da ist doch gar nichts. Also es ist unsichtbar, aber da ist doch gar nichts. Du hast das Auge der Wahrheit erhalten, hätte ich jetzt aber auch selber drauf kommen können. Blicke durch die mystische Linse, um Geheimnisse zu sehen, die den Augen ansonsten verborgen bleiben.
Ja, gut, das Item kennen wir ja schon. Jetzt nicht aus dem Teil, aber... Ja, okay, jetzt habe ich aber verstanden, was die Eule meint. Wenn wir doch gerade mal gucken. Aber hier ist noch eine Truhe versteckt. Naja, immerhin. Ja, wo ist denn? Das ist eine normale. Ich dachte jetzt, das wäre... Okay. Jetzt habe ich es aber verstanden, was die Eule gemeint hat. Wo kommen wir denn auch zurück? Ah, ja. Okay. Warum habe ich das Glück bei sowas? Ey, wenn ich jetzt runtergefallen wäre, ne? Ey, sag mal, das Spiel, willst du mich gerade verarschen? So, ganz ruhig, Link. Ganz ruhig. Okay, oh nein, 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 nein. So. Mein Gott. Ich habe jedes Mal Angst, dass der wieder runterfällt. Nein, oh. So, jetzt mit zwei Sprünger darüber. Eins und jawoll. Was ist das? Hey, wieso kann ich den nicht anquatschen? Kann es denn sein? Kannst du mich wirklich sehen? Wenn dem so ist, dann folge mir. Was, wir sollen dem folgen? Wohin? Ich soll ihm folgen? Ich komme mir selber kaum hinterher. Das Problem ist... Ey, ich sehe den auch so, also seinen Schatten. Klingt, als wäre er nach rechts gezwitscht, oder? Ja. Gott sei Dank hat ein Geist einen Schatten. Ein Geist, ja. Aua. So, dann. Ah, da. Ich darf den nur nicht aus den Augen verlieren. Also aus dem Auge der Wahrheit verlieren. Mein Gott. Wohin jetzt? Ja, ich bin da. Jetzt? Wo will denn der hin? Wo will der hin? Wo ist er? Ich habe verloren. Ah ne, da vorne ist er. Der Wolf, der sieht so platt gedrückt aus. Okay, ich lass mal die Linse ein bisschen ausmachen. Nein! Link, mach hin! Wo ist denn der hin? Ah, ich sehe ihn, da vorne, da vorne. Also der geht ganz zurück. Frag mich nur, wo der hin will. Ja, ja, ich bin da, ganz keine Angst. Ich muss ja auch ein bisschen von diesem grünen, von der grünen Magieleiste ein bisschen sparen. Ich habe ja nicht. Wir können. Oh, man sieht jetzt da vorne eine... Wie komme ich jetzt denn hier? Ich wollte gerade sagen. Komme ich da hoch? Nee, komme ich nicht. Also das heißt, ich muss hier... Oh mein Gott. Vielleicht komme ich auch so rüber zu dem Eis. Nee. Okay. Gehen wir nochmal komplett raus.
und springe erneut wieder drauf. Ich habe aber gesehen, anhand dieses... Ach, Ding, Mann. Ja, ich spiele ein bisschen zu hastig. Ich bin ein bisschen wuselig. Jetzt mal ganz tief Luft holen und ein bisschen ruhiger spielen. So. Ist der dann? Hallo? Ah, da ist er. Denn ich muss ja, so wie es aussieht, erst das... Ah, nee, nicht unbedingt. Da käme ich auch so drauf. Voll. Ja, da ist nämlich eine Treppe. Ach, Treppe, eine Leiter. Ach. Leiter? Nee. Habe ich den Namen vergessen? Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Egal, wird mir bestimmt noch einfallen. Auf jeden Fall sehen wir das jetzt, weil ja, dann verschwindet nämlich wieder alles. Ich bin mal gespannt, wo wir jetzt da hinkommen. Weil der Geist hat ja nicht viel gesagt. Was? Hier geht's nicht weiter? Och nö. Ich hoffe nur, dass ich jetzt richtig laufe, nicht, dass ich wieder runterfalle. Meine grüne Energie geht wieder zur Neige. So. Ich hoffe, dass es jetzt auch wirklich nur geradeaus geht und nicht wieder irgendwo... Ich gehe jetzt einfach mal rechts lang. Okay, ich gehe in Zukunft nur noch nach links. Das Blöde ist, wenn die Energieleiste, die grüne, jetzt gleich weg ist, haben wir ein Problem. Dann sehen wir auch nichts mehr. So, jetzt gehe ich aber mal nach rechts. Ich habe zwar eben gesagt, ich gehe immer nach links, aber jetzt versuche ich mal mit rechts, weil irgendwann muss ja mal der Weg nach rechts führen. Ja, okay. Ich frage mich echt, wo der mich hier hinbringt. Rito von Goronia. Okay. Sieht aber cool aus. Link, dann rede doch mit dem. Der Geflügelte sagte mir, dass der Sehende bald kommen würde. Nun zeigt sich, dass er recht hatte. Ich bin Damani der Dritte. In mir fließt das Blut vieler stolzer Krieger. Als ich noch unter den Lebenden weilte, war ich ein höchst angesehener Held. Ja, als ich noch lebte. Aber leider, jetzt bin ich tot. Ich mache mir in der Hoffnung, einen Dämon vertreiben zu können, zum Pickelbinja auf. Doch dann erfasst mich das Schneesturm und stieß meinen Körper von einer Klippe. Nun, und hier bin ich nun. Wie ärgerlich. In meiner jetzigen Gestalt kann ich nur zusehen, wie mein Dorf unter den Eis begraben wird. Zwar bin ich tot, doch findet meine Seele keine Ruhe. Der Geflügelte sagt mir auch, dass du im Umgang mit Magie bewandert seist. Ich bitte dich, erwecke mich wieder zum Leben. Sollte dies jedoch jenseits deiner Macht liegen, dann bitte ich dich im Folgendes. Heile meine Seele, egal wie, aber bitte tu es. Deine Seele heilen? Ich weiß gar nicht, ob ich dazu in der Lage bin. Moment mal, ich gucke mal. Vielleicht mit dem Lied der Befreiung, weil er hat ja gesagt, ich soll seine Seele heilen. Seine Seele kann ja keinen Frieden finden. Vielleicht sollte das ja Sinn und Zweck sein. Mal abwarten, ob es richtig ist. Du hast das Lied der Befreiung gespielt. Hey,
welches hindernden Klang. All meine Sorgen schmerzen dahin in dem Fluss der Musik. Okay, dann scheinen wir es ja richtig gemacht zu haben. Schön, die Melodie. Und so feuerten sie ihren Held an. Oh. Oh, weint der? Sieht so aus, ne? Maske? Meine unsterblichen Gefühle lasse ich bei dir. Meine Taten als Lebender sind auf meinen Grabstein geschrieben. Du sollst sie lesen. Wir haben die... Du hast die Goronenhaut erhalten. In dieser Maske wohnt der Geist eines stolzen Goronenkriegers. Sau cool. Jetzt weiß ich, wo er uns hingeführt hat. Für das Wohl der Goronen, ich bitte dich um deine Hilfe. Ich will noch lesen, was im Stein steht. Noch nie zuvor hast du solche Schriftzeichen. Ach so gesehen. Okay, ist aber auf jeden Fall cool. Wir haben eine neue Maske. Wo ist er dann? Hier. Ja, das ist cool. Aber ich würde mal sagen, die probieren wir beim nächsten Mal aus. Bis zum nächsten Mal und haut rein. Ciao. Ha 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 ha!